Hallo lieber Krebs und herzlich willkommen zu deiner Kartenlegung für die neue Woche, die Woche vom 20. bis 26. November 2023. Schön, dass du hier bist. Ich bin Denise, leg dir die Karten. Und dann gucken wir mal, worum es hier für dich geht in dieser Woche. Und hier geht es um, ja, das loyale Herz. Zu sich zu stehen, zu seiner eigenen Wahrheit zu stehen, zu seinen eigenen Träumen zu stehen, sich die von niemandem ausreden zu lassen. Genauso gut aber auch zu einer bestimmten Person zu stehen, sich zu einer Person zu bekennen. Vielleicht geht es auch um eine Liebeserklärung, vielleicht geht es um ein Gelübde, vielleicht kriegt der ein oder andere einen Heiratsantrag oder will einen machen. Oder vielleicht geht es auch darum, mit einer Person, die dir sehr, sehr, sehr nah am Herzen ist, mal wieder mehr bewusste Zeit zu verbringen. Das muss jetzt keine Liebesbeziehung sein, das kann auch eine sehr, sehr gute Freundschaft sein, die einfach mal wieder gehegt und gepflegt werden möchte. Vielleicht braucht auch jemand deine Unterstützung oder du die von jemandem, der dir nah am Herzen ist. Genauso gut kann es aber auch, ja, um, sag ich mal, du hast eine eigene Firma mit Mitarbeitern, mit Angestellten, dass du denen mal ganz besondere, auf besondere Art und Weise deinen Dank aussprichst, dafür, dass sie loyal an deiner Seite sind und für dich gute Arbeit leisten. Oder es könnte auch um Kooperationen gehen, dass ja, vielleicht du mit irgendjemandem zusammenarbeiten möchtest. Also da kann es um unterschiedlichste Themen gehen, kannst ja mal reinfühlen, was bei dir gerade relevant ist in deinem Leben. Aber wir schauen mal, was das Tarot noch dazu zu sagen hat. Wo der Krebs sich hier noch wiederfinden kann. Ist natürlich eine allgemeine Legung, also denk dran, ich versuche hier immer viele Beispiele zu bringen, dass jeder sich abgeholt fühlt, aber wenn es nicht passt, dann versuch es nicht passend zu machen. Dann muss es heute einfach jemand anderes hören und bei dir passt fürs nächste Mal wieder. Oder schau auch, wenn es gar nicht passen sollte, in das Video zu deinem Aszendent- oder Mondzeichen rein. Manchmal sind da auch die Botschaften relevanter als im Sonnenzeichen. Ne? So, was haben wir hier für unseren Lungenkrebs? Worum geht's? Der Ritter der Schwerter. Also hier scheint schon so ein Ritter in der, ja, zur Hilfe zu eilen. Ob du das jetzt bist, gefühlt bist du das, dass du irgendjemanden zur Unterstützung eilst, aber vielleicht, ja, kommt auch jemand zu deiner Unterstützung. Und das scheint jemand zu sein, wirklich, der schon lange, also zu dem du entweder eine sehr intensive Verbindung hast oder jemand, mit dem du schon sehr, sehr lange befreundet bist. Bist oder im Kontakt bist, ne, kann natürlich auch ein langes Arbeitsverhältnis sein, dass man irgendwo einspringt für jemanden, weiß ich nicht, ein Kollege wird krank oder sowas. Und da ist was dabei, was wichtig ist für diese Verbindung. Also weiß ich nicht, ob es wirklich darum geht, ein offenes Ohr zu haben, sich anzuhören, was jemand auf dem Herzen zu liegen hat. Aber das ist was, was dir auch gut tut, ne? Also wenn wir andere unterstützen, wir unterstützen uns ja auch immer selbst. Wenn wir anderen einen guten Rat geben, ist das meistens ein Rat, den wir uns selber auch geben könnten, geben sollten. Also lass mal das, was du einer anderen Person gut angedeihen lässt, auch Vorbild für dich selbst sein. Reflektiere nach diesem Termin, nach dieser Begegnung, nach diesem Gespräch, das, was du der Person geraten hast, weil offensichtlich ist es etwas, was du selber auch gebrauchen kannst. Und da steckt eine Weisheit drin, eine Magie drin, der du dir selber vielleicht gar nicht bewusst bist. Deswegen ist diese Kartenlegung vielleicht auch gerade so ein, naja, so ein kleiner Wachrüttler oder so ein Hinweis von deinem Augenmerk wirklich auf das zu legen, was du an cleveren Sachen anderen Menschen sagst und dich dann vielleicht eben auch mal so ein bisschen an deinen eigenen Rat zu halten. Worum könnte es denn da gehen? Haben wir noch einen Hinweis schon oder muss der Krebs das selber rausfinden? Okay, Moment. Worum könnte es da gehen? Eieieiei. Es geht darum, der eigenen Passion, der eigenen Leidenschaft mehr Bedeutung beizumessen, mehr zu folgen als dem normalen, angepassten Weg, als dem Establishment, als dem, was alle so machen. Sich zu erlauben, vielleicht aus der Masse herauszustechen und die Dinge anders zu machen, auch wenn es vielleicht für Unruhe sorgt im Umfeld, vielleicht auch für Unruhe einfach in deinem eigenen Leben, auch in dir, in deinem eigenen System, weil das muss sich ja auch an die Veränderung erstmal gewöhnen. Aber offensichtlich hast du schon viele Dinge ausprobiert, die okay waren, ja, aber nicht hundertprozentig gepasst haben. Und jetzt hast du die Möglichkeit, etwas zu machen, was hundertprozentig dir selbst entspricht, was hundertprozentig
deins ist, wo auch deine Begeisterung für anspringt, wo dein Herz total bei aufgeht, aber was vielleicht auch eine Entwicklung ist, die, naja, ein bisschen Unruhe mit sich bringt. Und die Frage ist halt, will man diese Unruhe auf sich nehmen, ja oder nein? Und da kommen wir hier halt nochmal zum loyalen Herz. Am Ende geht es darum, dir selbst treu zu sein. Und wenn es für Unruhe sorgt, aber wirklich dein Ding ist, dir total entspricht, dann hast du die Antwort ja eigentlich schon dir selbst gegeben. Und offensichtlich steckt da eine große Fruchtbarkeit drin. Da ist ein großer Grundstein, den du hier setzen kannst, hin zu einer Erfülltheit, zu einem Erblühen deiner selbst, gleichzeitig mit deiner Unterstützung für jemand anderen natürlich auch da mitzuhelfen, zu inspirieren, aber vor allem auch sicherlich auch sich gegenseitig zu inspirieren, aber vor allem auch zu wissen, es geht darum, jetzt wirklich deinem Leben einen bunten Anstrich, einen bunteren Anstrich zu geben, als es bisher vielleicht hatte. Nicht, dass es vorher nicht bunt war, aber da ist noch was drin für dich, was du vielleicht dir bisher noch nicht erlaubt hast und wo jetzt ein guter Moment wäre, das zu machen. So, was haben wir denn noch als abschließende Botschaft für unseren lieben Krebs? Wenn es übrigens darum geht, dich mit deiner eigenen Vision zu verbinden, und klarer noch rauszufinden, wie du das machen kannst und vor allem, was das ist, dann komm gerne am 28.11. in den Workshop, den Anna-Elena Stör und ich zusammen geben. Ein Online-Workshop via Zoom, also kannst du bequem von zu Hause aus machen. Melde dich da an. Lego Serious Play trifft die Aufstellungsarbeit. Da werden wir auch Visionsarbeit machen. Also, wenn dich das gerade ruft, dann melde dich da gerne an. Ich verlinke dir das am Ende des Videos auch unten in der Infobox. So, abschließende Botschaft für den lieben Krebs. Ja, meine Freunde unterstützen mich, nähren mich und inspirieren mich. Und du natürlich auch deine Freunde, das ist ja keine Einbahnstraße. Und natürlich darüber hinaus auch dich selbst. Also auch hier nochmal, halte dich an den Rat, den du anderen geben würdest. Das ist deine Botschaft. Lieber Krebs, schreib gerne mal in die Kommentare, was dich so kribbeln lässt, was deine Leidenschaft höher schlagen lässt, dein leidenschaftliches Herz höher schlagen lässt. Und ansonsten, ja, schön einen Freund wie dich zu haben und eine Schulter zum Anlehnen zu haben und gleichzeitig eben auch an deinen eigenen Rat sich halten. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Alles Liebe, deine Denise.